Hey, liebe Leute, und weiter geht's mit dem Display von Magic the Gathering Wilds of Eldraine. Weiteren 8 Packungen. Hoffentlich pullen wir hier dieses Mal genauso gut wie beim letzten Mal, weil da waren echt ein paar dumm, insane, starke Pulls drin. Los geht's erstmal mit Ashiok auf dem Frontcover. Mountain, ein schöner Berg. Wir haben den Frostbridge Guard. Kindles Heroism Ice Out. Ein interessanter Counterspell, sage ich einfach mal. Wir haben den Greifen wieder. Die weiße Saga, den Glass Casket. Eerie Interference. Der Ogre Chitterlord. 6 Mana, das ist ziemlich teuer. Whenever Ogre Chitterlord enters the battlefield or attacks, create 2/1/1 black rats. Creature tokens with this creature can't block. Then, if you control 5 or more rats, eats rat. You control gets +2 until end of turn. Oh mein Gott, okay, nochmal. Ingenious Prodigy. Blau und X. Das könnte interessant sein. Hat Skulk auch noch mit dazu. Und der Grave Pack. Oh, shit, sieht das Cover auch mal wieder gut aus. Whenever a creature you control dies, each other player sacrifices a creature. Holy shit. Und noch ein Glass Casket in voll. Mein Gott, das geht ja genauso geil weiter, wie es aufgehört hat. Mein Gott, dieses Set. Okay, jetzt mein erster Booster für diese Runde. Und es ist immer noch nicht besser. Das ist der Wurm. Der Drache mit jetzt, Moment, wir machen mal ganz kurz hier einen kleinen Trick, Leute. Kleine Sekunde. So, wir haben jetzt nämlich mal ganz kurz das Mikrofon gedreht, dass man uns auch ein bisschen besser hören kann. Okay, Drachenwurm. Da waren wir stehen geblieben. Und los geht's. Oh ja, erstmal auf dem Kopf. Stark. Schön Wald. Nett. Wicked Visitor. Der Nightmare. Das Enchantment passt. Hopeless. Das ist dieses. Hast du wieder ein Nightmare Pack daraus geschrieben? Das ist, sieht aus wie das gleiche Pack, das was du schon mal holen gemacht hast. Hä? Hey, das ist wirklich bis jetzt das gleiche Pack, oder? Wenn es jetzt wieder schwarz wird? Nee, das ist nicht richtig, oder? Jetzt bin ich verwirrt, ob das in einem anderen Pack war oder ob das hier drin war. Nee, oder? Doch. Hä, hey, das ist immer noch das gleiche, oder? Was waren die Rare in dem Pack damals drin? Oh, ja, okay, das war noch nicht drin. Okay, Leute, wir sind das safe. War okay. Ja, so close. Kein Rick Pack hier an der Stelle. Panic Giant, nice. Und? Sleep Cursed Fairy. Fairy Wizard Flying Ward 2. 3-3 für 1. Enters the battlefield tapped with 3 stun counters. Untaps. Oh mein Gott, das ist halt so gut. Die könnte echt fancy sein. Und nochmal der Die sieht richtig gut, das ist die Anime-Artworks. Die sind hier auch mit drin. Echt? Ja. Whenever a spell or ability an opponent controls, destroy a non-creature permanent you control, you may destroy target permanent. Okay, alles klar. Das ist halt schon geil. Und wir haben Evolving Wilds. Die sehen so gut aus. Das Artwork, was wir ganz am Anfang haben, ist Evolving Wilds in Full Art. Das sieht halt super schick aus. Und nichts. Oh, was ist das für eine Fee? Die sieht irgendwie ein bisschen weird aus, wenn es überhaupt eine Fee ist. Okay, wir legen los mit einem schönen Island tatsächlich. Die Bloodline, wir haben wieder den Elfen-Advisor, den Werfuchs. Den Werfuchs würde ich auch gerne ziehen, das ist glaube ich eine weiße Karte, wenn ich mich nicht täusche. Howling Galefang, den Ogre nochmal, den Ork. Ash, Party Crasher. Restless Fortress. Warte, die haben wir schon gezogen. Das ist die Full Art davon. Ah. Oh, nice. Das ist nämlich das weiß-schwarze Land. Sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Und wir haben Groof Triplets. Trample. Und when Groof Triplets enter the battlefield, if it isn't a token, create 2 tokens that are a copy of it. When Groof Triplets dies, put a number of +1/+1 counters equal to the power of Groof Triplets creature on each creature you control with name Groof Triplets.
Triplets. Man kann aber noch öfters dieses Triplets mit reinschreiben. Und wir haben Nightly Vailor mal wieder. Und noch zum Abschluss ein Foil-Leaping Ambush. Da ist wieder das Eichhörnchen unterwegs. Hey, schickes Elementar hier aber an der Stelle. Nice. Furchtbar. Ganz schlimm. Das ist auch noch so hässlich zerreißt. Okay, guck mal, die kennen wir ja. Ich weiß noch nicht mehr, wie die Karte hieß. Keine Ahnung. Sieht aber irgendwas aus wie Sacrifice oder sonst irgendwie was. Das gleiche Land. Machst du nochmal das gleiche Booster wie ich? Nee, das sieht ja cool aus. Reindeer. Der fliegende Elch. Das ist das Frozen-Schloss. Heißt auch Elk. Ich sag dir, das ist ein Elch. Das ist auch cool. Kimmins Light Blades. Crystal Grotto, nice. Was ist dieser Glass Casket? Nee, ich glaube, der hat da oben und unten noch ein bisschen. Guck mal, Leute, das ist halt schon wieder so richtiges Lore-Ding. Ist das der Glass Casket? Nein, weil wir sehen hier unten, da steht ja immer ein bisschen Lore immer unten in der Karte. Mm. Also, da wird die Geschichte damit halt drüber erzählt. Wenn dich das interessiert, kannst du die Karten nachher alle gerne durchlesen. Schon wieder Taken by Nightmares. Ich hab irgendwie die schwarzen Karten. Ashia Creeper. Oh. Der Frosch. Die Kröte, oder? Ist ein Frosch oder eine Kröte? Nee, es ist tatsächlich ein Noble. Ein Human Noble. Das ist das Full Out Land, Leute. Holy shit. Blau-grün sieht so gut aus. Whenever a Redlessness attacks up to one other target creature, base power 3, attack it. Nice. Okay, das ist eine coole Karte. Sieht auch so gut aus in diesem Full Art Stil. Mein Gott. Charming Scoundrel. Auch eine super interessante Karte für mono-rote Decks, also für Agro-Decks eigentlich. Hatching Plants im alternativen Artwork. Sehr nice. Und was kriegen wir noch? Was schönes, foiliges? Der Crappy Giant. Das ist eher der Crappy Giant als der Grabby Giant. Mein Gott. Oh mein Gott, das ist Oko! Einfach Oko gezogen. Aber das ist der schlechte Oko auch noch. Oh nein. Mein Gott. Was ist der gute Oko? Der gute Oko kostet 3 Mana. Das ist der 5 Mana Oko. Das ist den man aus dem Ding-Set rausbekommt. Aber hey, es ist Oko, Leute. Man kann sich eigentlich nicht beschweren über den Oko. Ja, ich meine, er hat sich wenigstens ins richtige Set eingeschlichen, der gute Oko. Das ist der aus dem alten Eldraine-Set tatsächlich. Oh. Wieder du. Mein Gott. Aber diesmal mit Unterschrift. Okay, ich hab's so... das sieht cool aus. Die Karten sind echt gut. Die Länder sind nicht meine Favorites, aber sie sind echt geil. Scream Path, wir haben Feed, den Cauldron müssen wir auch unbedingt ziehen. Agathor's Cauldron. Gesundheit. Entschuldigung, danke. Hollow Scavenger, das sieht auch übel aus, wie er hier gerade den Pudding frisst. Was sagen wir einfach mal, es ist Pudding. Hi, Bane, Negotiator. Irgendeinen Bücherwurm. Bitter chill. Wieder der Konfetti. Confectional. Ja, das ist das machst du doch auch immer mit dieser komischen Druckdüse, wenn du irgendwas auf die Kuchen drauf machst. Die Druckdüse, die gute. Ja, wieder das Groove Triplets hier. Komm schon. Nein, Groove Triplet. Raid Bombardement. Boils, Gürslinger, und Food. Ein schönes Frühstücksei von der goldenen Gans. So, das letzte Booster für mich, weil ich es nicht bezahlt habe. Ich fühle mich ja geehrt, dass ich bei diesem Part dabei sein darf. Wisst ihr, Leute, das Lustige ist, sie hat halt eigentlich keine Ahnung von Magic. Ich habe keine Ahnung. Aber Booster aufmachen, das kann man natürlich immer. Bei Pokémon ist... das ist der Johannes. Nee, wie hieß er? Johann hieß er. Der Johann, der Gute. Das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Mit seinem Drachen, den er da hat. Hoffentlich ist diesmal richtig rum. Ich weiß es nicht. Ist es richtig rum? Sehen wir gleich. Ja, es ist der Swamp. Ich hatte kein besonderes Land bisher. Ja doch, aber halt kein Full Art. Mehr Erfolg. Da sind auch mehr Erfolge drin. Nice. Habe ich gar nicht gesehen bis jetzt. Satyr, okay. Evolving Wild, super wichtige Karte für jedes Sparge-Deck. Das ist auch ein Uff.
Moment of Valor. Das ist die Karte, die wir halt auch schon gezogen haben, des Öfteren. Solitary Sanctuary. Naja. die ist cool. Merfolk Wizard. Nein. Wir haben gerade sie nur ein bisschen durchgelesen. Ich muss die Karte ein bisschen mal runterhalten. So, gut. Ja. Okay, das Sentry. Elemental Soldier. Und wir kommen zur ersten Rare, oder? Oh, es ist die Mythic Rare. Es ist Hylda of the Ice Crown. Ich glaube, das ist die. Ist das die Commander-Karte? Whenever you, you tap an untap creature, an opponent controls, you may pay one. When you do, choose one. Create a 4/4 white blue elemental creature token oder +1/+1 counter on creature you control. Scry 2. Scry then 2 cards. Holy shit, das ist super stark. Das ist eine coole Karte. Human Warlock. Die Enchantment ist hier auch mit drin als alternatives Artwork. Die Karte ist so stark. Die ist echt cool. Die sieht auch echt cool aus. Holy shit. Und das ist die letzte, die voll. Eine Saga. Na, das Sweet Tooth. Gott im Himmel. Bogwrath. Nice. Swampwurf. 3/3. Das sind so random, diese Karten. Die kriegen sie nicht los, oder warum sind die da drin? Die random Karten, die da immer mit am Ende drin sind, kann ich euch mal ganz kurz erklären, vielleicht, weil ich es jetzt meiner Freundin auch erkläre. Dieses Zeichen hier unten, das heißt, dass sie aus der List sind. Ich glaube, es heißt der List, ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Bedeutet also, dass du die Möglichkeit hast, die aus Setboostern oder sowas herauszuziehen. Sind die schon vorher in dieser List? Ja, die werden irgendwann mal in die List reingepackt, wenn sie gut oder spielbar oder interessant sind. Ich weiß auch nicht ganz genau die Regelung, aber man hat halt eine Chance in diesen Set-Packs halt immer mal wieder sowas zu ziehen, zum Beispiel. Das ist halt der Mischt, der übrig bleibt. Foile, aber leider nicht voll aus. Das ist nicht der Misch, der übrig bleibt. Auch wenn es ganz lustig wäre, so, ey, wir haben hier irgendeine Karte, die noch übrig ist vom letzten Jahr, packen wir irgendwie irgendwo mit rein. Gingerbrood. Nice. Der erste Keks. Das ist aber eigentlich, Candy Trail. Das muss eigentlich ein Gingerbrood ist. Rennt Gingerbrood gerade den Candy Trail entlang? Almost. Muss auf jeden Fall, ich mache auf jeden Fall Food Clue. Das habe ich auch noch nie gesehen. Succumb to the Cold. The Vanguard. Sir Armond the Redeemer. Human Knight. Wir haben Royally Treatment. Und Feral Encounter. Look at the top 5 card of your library. You may exile a creature card from among them. Put the rest on the bottom of your library in a random order. You may cast the exiled card this turn. At the beginning of your next combat phase, this turn target creature you control deals damage equal to its power to up to one target creature you don't control. Das könnte eine interessante Karte sein an Sorcery. Und wir haben hier noch Griffin Airy. Das ist die Karte, die wir häufiger schon gezogen haben. Und noch als Abschluss der Charging Hooligan. Plus Food. Und ich mache direkt weiter, weil ich darf jetzt das letzte Deck auch noch öffnen. Ich meine, bisher hatte ich, glaube ich, die glücklicheren Pulls, muss man sagen. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Guck mal, kennen wir diese Karte hier? Falls ihr das nicht wisst, was ich da jetzt gerade auf anspiele, kommt euch definitiv die erste Folge an. Wir legen los mit dem Forester. Sugar Rush. Oh mein Gott, das sieht echt übel aus. Holy shit. Das Albtraummaterial. Aber wir ziehen eine Karte. Wir ziehen hier einfach eine Karte mit raus. Lumbering Keep Guard. Saver of the Sleeping. Wir haben Woodlands Acolyte. Der Shepherd. Sind wir wieder im Sagaland gelandet, oder wie? Ha, das gute Sagaland. Graceful Takedown. Ist ein Sati. Ich dachte, das ist wieder ein Umf. Und Rowdy Research. Komm schon. Specter of Mortality. Für 5. Flying when Specter of Mortality enters the battlefield, you may exile one or more creature cards from the graveyard. When you do, each other creature gets minus x until end of turn, where x is the number of cards. Holy shit, das ist ein fettes Removal noch auf einer Creature drauf. Das ist nice. Dark Tutelage. At the beginning of your upkeep, reveal the top card of your library, put that card into your hand, you lose life equal to the mana. Das ist ein Card Draw Karte. Nice. Und wir haben noch das Ding to Cold und Cursed Flesh.
magisch, Leute. Oh mein Gott, ich liebe es, wenn solche alten Karten dann einfach mit rauskommen. Wir haben ein Enchant Creature. Das ist auch so ein Ding, was früher halt einfach war. Enchant Creature. Creature gets -1/-1 and cannot be blocked except by artifact creature and black creatures. Not bad. Und das war mal wieder eine weitere Folge von Lasst uns ein paar geile Packs von Wilds of Eldraine öffnen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt wahrscheinlich in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das muss aber auch dein Videotitel dann sein.